Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ist tatsächlich seit langer Zeit endlich mal hier wieder eine gewohnte Umgebung auf meiner Couch zu Hause. Jetzt ist hier mein Hund am eskalieren. Nichtsdestotrotz habe ich mich dazu entschieden, dass wir heute mal ein kleines LPU-Video machen. Klein ist gut gesagt, würde ich sagen. Klein ist wirklich maßlos untertrieben. Ich wollte ja noch die Sachen aus New York zeigen. Da zeige ich euch aber auch nicht alles, weil bei dem Trikot ist mir tatsächlich im Nachhinein aufgefallen, dass da ein Loch drin ist, was nicht so schlimm ist. Aber das wird dann jetzt eher so ein Trikot, was ich mal im Fitnessstudio anziehe oder so. Also nichts Besonderes. Und Uniqlo Basic Sachen, die habe ich euch schon mal vorgestellt. Die brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Dann ist heute noch ein sehr, sehr interessantes Paket angekommen, was ich euch gerne zeigen möchte. Und dann halt noch so hier und da ein paar Kleinigkeiten. Das sind jetzt noch nicht alle Sachen, die jetzt seit dem letzten LPU-Video neu dazugekommen sind. Logischerweise, es wird den Rahmen sprengen. Ich wollte jetzt aber auch nicht jede Woche irgendwie was machen, weil einerseits ist es nicht so, dass ich jede Woche irgendwas Neues habe und andererseits finde ich auch nicht, dass es so cool ist, wenn man einfach nur LPU-Stuff hochlädt. Also zumindest in meiner Position. Ansonsten würde ich sagen, ich rede nicht viel um den heißen Brei rum. Bleibt gerne bis zum Ende ran. Würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem ersten New York Piece. Ich blende euch hier. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Aber irgendwie seht ihr immer, was es ist. Sei es ein Fitpick von Insta, ne? Wie gesagt, YoshiKS auf Instagram. Oder irgendein Video, ein Fitting-Video. Wir fangen an ganz, ganz gediegen, ganz ruhig. Hier mit dem Vintage Harley Davidson Tee. Das habe ich ja in New York gekauft gehabt. Das ist hier Life Begins When You Get One. Steht dort vorne drauf. Hinten drauf steht I got mine at Bumpus. Boah, ich habe wirklich keine Ahnung, wo das ist. Das ist von 2006. Das habe ich mir in New York bei A-Train Vintage gekauft. Da dickes Shoutout an Leon, der mir da den Laden empfohlen hat sowieso. Ich muss wirklich sagen, New York war echt eine coole Zeit, aber ohne die ganzen Empfehlungen von verschiedensten Leuten hätte ich da keinen einzelnen Laden gefunden. Also ich hätte mich da gar nicht zurückgefunden. Aber so viel zu dem T-Shirt ist nichts Besonderes. Es ist ein schlichtes Harley-Davidson-T-Shirt. Habe ich jetzt wirklich viele von. Ist cool. Wir machen direkt weiter mit einem weiteren Pickup aus New York. Und zwar dem Stussy New York Hoodie. In Grau. Ihr seht's. Stussy New York. Ganz schlichter, grauer Basic-Hoodie eigentlich. Mit dem Backprint hinten drauf. Ja, was zu dem Pullover gibt es nicht so viel zu sagen. Es ist einfach ein Basic-Pullover. Es ist wirklich nur ein schlichter Basic-Pullover, wo halt Stussy draufsteht. Aber als Stussy Dawn schon fast, muss man den halt im Kleiderschrank, sag ich mal, liegen haben. Wo mir gerade auffällt, eine Sache habe ich schon vergessen hinzuräumen. Ich habe mir nämlich auch in New York hier diese Stussy-Badehose geholt. Nichts Besonderes. Auch einfach steht einfach nur Stussy drauf. Ist aber qualitativ okay. Also kann man auf jeden Fall machen. Zum Sizing. Das fragen ja immer mal ein paar Leute. Ich habe in der Badehose, also ich bin 1,75. Ich würde sagen, ich bin normal gebaut. Hier habe ich eine L drin, also in der Badehose habe ich eine L, im Pullover habe ich eine L, in den Vintage Harley Davidson T-Shirts immer L bis XL, je nachdem. Dann machen wir direkt weiter mit einem Schuh, den ich zugeschickt bekommen habe, deshalb ab und zu steht oben Werbung, weil ich dann halt für die Sachen nichts bezahlt habe, werde dafür aber auch nicht bezahlt, dass ich das im Video erwähne. Hier, Adidas Superstars, habe ich mir gegönnt oder hat mir Size zugeschickt. Finde ich sehr, sehr interessant, den Schuh. Ist ja sowieso durch diese ganze Samba-Thematik, hatten wir ja auch schon mal hier auf dem Kanal, größer geworden, Adidas, über die letzten Wochen, Monate, würde ich sagen. Ich habe es mal ausprobiert, ich habe auch ein Fitbit damit hochgeladen, ist recht gut bei euch angekommen. Ich finde die sehr cool. Ich muss sagen, ich glaube, die sind mir ein ganz klein bisschen zu groß. Ich habe da nämlich eine Größe, was ist denn das hier? 44, 2 Drittel habe ich da drin. Normalerweise trage ich 44, ist mir ein ganz kleines Stückchen zu groß, aber ich kann die auf jeden Fall trotzdem tragen. Ich finde die sehr cool. Immer noch underrated oder wieder underrated. Die waren ja früher komplett im Hype. Jetzt sind die immer noch underrated in meinen Augen. Also finde ich sehr, sehr cool. Aber auch nichts Besonderes. Ist halt so ein cleaner Basic-Schuh in einer Retro-Optik, würde ich sagen. Was mir hier bei dieser Version, ich weiß gar nicht, was es für eine Version ist, ob ich da irgendwie was Besonderes erwischt habe. Aber ich finde halt ganz cool, ich weiß nicht, ob man das sieht, dass die Schnürsenkel hier so hier aus so einem Plastikstoff sind. Ich weiß gar nicht, ob man das Plastik nennt oder so ein Cord-Ding. Ihr wisst, was ich meine. Wir machen direkt weiter mit einer Cap. Ich habe jetzt die kurzen Haare, das heißt, ich kann Caps tragen. Von Baptized in Hell. Wurde mir freundlicherweise zugeschickt. Ist auch schon vorne dreckig, perfekt. Bitte nagelt mich nicht auf irgendwelche Cap-Begriffe fest, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das hier vorne heißt. Ich glaube, das nennt man Schirm auf Deutsch. Also hier mit so einer braunen, weiß-pinken Optik finde ich sehr, sehr schön. Vor allem für den Sommer halt perfekt, würde ich sagen. Auch jetzt Richtung Herbst noch. Dazu habe ich auch hier dieses T-Shirt, was ich gerade anhab. Kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Hier, dazu habe ich auch schon ein Fitpick auf Insta hochgeladen. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Vom T-Shirt muss ich vor allen Dingen sagen, der Stoff ist mit einer der gemütlichsten, die ich bisher so anhatte. Also ich übertreibe mich, wenn ich das sage. Wir machen direkt weiter. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Sommerhemden. Aber ich finde auch gute Sommerhemden, die jetzt nicht so einfach ein plaines Sommerhemd sind, wobei die gar nicht schlecht sind. Ne? Sommerhemden, wo nichts drauf ist, Bro, nichts, alles fein mit. Ich habe auch dieses grüne Hemd von Weekday. Oder von Uniqlo gibt es da auch ganz viele, die sehen alle super aus. Aber 99 Base hatte da eins rausgebracht, was halt nicht so basic ist, sondern was halt so ausschaut. Hier. Zack, 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 zack.
so von hinten. In einem sehr, sehr schönen Schnitt. Vorne auf der Brust dann dieses 99-based typische Zeichen, also diese vier Sterne, die dann das N bilden. Ich habe eine Size L. M würde mir wahrscheinlich auch passen, wäre dann aber sehr cropped, also ein bisschen zu cropped für meinen Geschmack halt. Qualitativ gibt es dann nicht zu meckern. Ich finde, die Farbe ist wirklich super. Ich bin wirklich sehr überzeugt von dem Hemd. Da haben die Jungs wieder super Arbeit geleistet, muss man wirklich sagen. Und wir machen direkt weiter. Ich bin hier im Schnelldurchlauf. Ich weiß auch gar nicht, ob ich alles reinstellen werde, weil es echt viel ist. Und ich mag das nicht so, wenn man das einfach nur so abhakt. Aber wir machen direkt weiter mit einem T-Shirt von einer Local Brand von mir. Und die heißt Hustler. Und vertraut mir, wenn ich sage, da ist Potenzial im Busch, ich habe dich schon im Vlog erwähnt, dann ist da Potenzial im Busch. Ich zeige euch jetzt das T-Shirt, weil das überzeugt mich immer noch mit am meisten. Ich habe damit schon Fitbit gepostet. Super bei euch angegangen, viral gegangen, wie sonst was. Print ist wirklich super. Auch chilliges Missverständnis, weil ich auf dem Fitbit meine Crossbody-Bag über dem Z so ein bisschen komisch hatte. Haben viele erstmal gelesen, dass das der Name von einer bekannten deutschen Persönlichkeit ist, die nicht im Positiven bekannt ist, sage ich jetzt einfach mal. Weiß nicht, ob man den Namen sagen darf oder nicht, wegen Werbefreundlichkeit und so. Nichtsdestotrotz super, wirklich super T-Shirt. Stoff 1A Qualität. Ein sehr dicker Stoff, sehr fester Stoff, aber auch nicht auf unangenehm, sondern einfach wirklich sehr dick und fest. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den Sachen, die heute angekommen sind. Systemic hatte einen neuen Drop, meiner Meinung nach die beste Kollektion, die bisher hatten. Und ich habe mir zwei Sachen bestellt und wir fangen direkt an mit diesem Aurora-T-Shirt. Achso, ganz kurz zum Sizing nochmal, sorry, ich habe es vergessen. Im Hustler-Shirt habe ich eine, das ist eine Size S auf 1,75. So, jetzt aber zum Systemic-Stuff. Ich habe mir erstmal das Aurora-T-Shirt geholt, womit ich auf jeden Fall wirklich, ich habe gebetet, dass das noch vor dem Ibiza-Urlaub ankommt, weil ich damit auf jeden Fall Fitpics machen möchte. Ich finde den Print wirklich sehr, sehr cool. Mit dieser Gottheit, die da vorne drauf ist. Und der Sonne, also diesem Sonnenaufgang, Aurora. Ich habe auf 1,75 Size M genommen. Ich habe mich da ans Sizing gehalten, wurde nicht enttäuscht. Fit vom T-Shirt ist perfekt. Ich muss sagen, T-Shirt auf Cargo fühle ich vom Fitting her nicht so, weil die Cargo, zeige ich euch gleich, die hat halt so eine Art, so einen kleinen Flair drin und ich finde, das schaut dann ein bisschen komisch aus, wenn das T-Shirt halt so boxy geschnitten ist, aber die Hose dann so wie eine Art Sanduhr runtergeht. Das heißt, ich werde das T-Shirt höchstwahrscheinlich mit einer Jeans tragen, die ich euch gleich auch noch vorstellen werde, was wirklich die krasseste Jeans ist, die ich in meinem ganzen Leben gekauft habe. Ich übertreibe nicht. Also ich finde generell dieses Video sehr, boah, das ist das Krasseste, das ist das Krasseste. Aber ich muss wirklich sagen, in letzter Zeit habe ich nur W-Pickups gehabt. Nur W-Pickups. Alles, was ich gekauft habe oder irgendwie bekommen habe, überzeugt mich so sehr, dass ich nie wieder abgeben möchte, gefühlt. Aber genau, so viel zum T-Shirt. Qualitativ, was soll ich euch sagen? Gibt es nicht zu beschweren. Ich habe es jetzt noch nicht in der Waschmaschine gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie sich das da verhält. Aber bisher gibt es nichts auszusetzen. Die Farbe finde ich auch sehr schön. Hier, das ist kein Weiß, sondern ist eher so ein 40-Farben, würde ich sagen. Also so ein ganz, ganz leichter Pinkstich. Nee, nicht pink, so ein ganz leichter rosa-beige-Stich, würde ich sagen, ist da noch drin. Sehr, sehr schöne Farbe, sehr, sehr schönes Artwork vorne drauf oder sehr, sehr schöner Print. Wir machen direkt weiter mit der Onyx Cargo. Ich finde die sehr, sehr cool geworden. Die hatten ja auch beim Sizing hingeschrieben, dass die am Bund nicht ganz so eng ist wie die alten Cargos. Also ich hatte mir beim allerersten Drop schon diese schwarz-blaue Cargo geholt damals. Die fand ich auch sehr, sehr cool. Wobei es mich da aber immer gestört hat, dass die halt oben sehr eng ist. Also bei der alten war es wirklich ein bisschen zu eng. Bei der ist es jetzt perfekt. Ich muss keinen Gürtel tragen. Sie sitzt wie angegossen. Wie man so schön auf gut Deutsch sagt. Ich glaube, sie müssen mir ein ganz kleines Stück zu lang, aber S wäre halt auch wieder ein ganz kleines Stück zu kurz, deshalb lieber zu lang als zu kurz für den maximalen Stack. Ich glaube, vor allen Dingen mit Vierern wird die cool kommen, mit Slides, also Suikoku safe auch. Ansonsten muss ich mal gucken. Ich habe hier eine Size M genommen, 1,75, wie gesagt. Guckt vielleicht, wenn ihr um die Hüften ein bisschen breiter seid, dass ihr eine Größe größer nehmt. Das stimmt wirklich, dass die oben etwas eng sind. Haben mir auch ein, zwei Leute geschrieben, dass sie da Probleme haben. Ansonsten gibt es an der Cargo nichts auszusetzen. Stoff ist sehr, sehr robust, erinnert an so Dickies-Hosen. Und dann sind wir auch schon fast am Ende. Jetzt zeige ich euch von einer Brand, die ich vorher noch nicht kannte, weil es die vorher noch nicht gab. Also das ist deren erstes Produkt. Und ich sage es euch so, wie es ist. Ich weiß, dass die Cargo jetzt gerade ausverkauft ist. Ich weiß nicht, ob die nochmal gerestockt wird oder ob es da einen Return-Drop gibt oder irgendwie sowas. Aber bleibt auf jeden Fall auf dem Laufenden. Da wurde ich sogar in New York drauf angesprochen, auf diese Hose. Sie ist so krass. Sie ist wirklich so geistkrank. Auch als ich einen Post damit gemacht habe. Ich halte euch mal das Tag in die Cam hier. So heißt die Brand auf Instagram. Ist, wie gesagt, alles in der Bio, in der Beschreibung verlinkt. Das ist hier diese Bondega Utility Cargo. Ich komme nicht auf diese Hose klar, sie ist so cool. Das ist mein einziger Kritikpunkt, den ich sagen muss. Bin 1,75, nicht wirklich dick. Ich trank eine L, damit ich diesen etwas weiteren Fit habe, den ich fühle. Also die ist generell, glaube ich, eher darauf ausgelegt, dass die um die Beine rum ein bisschen enger ist, was ich persönlich halt nicht so fühle. Deshalb habe ich eine L genommen. Trotzdem, wenn die nochmal Greestock wird, tut mir einen Gefallen. Bestellt sie euch einmal, macht euch ein Bild. Sie ist wirklich super. Wirklich die Details. Ich finde dieses Grün, dieses etwas verwaschene Grün, Waldgrün, wirklich sehr schönes.
Wild oder Moosgrün, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Es ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Qualitativ würde ich dem Ganzen eine 7 von 10 geben, 7 bis 8 von 10. Es ist das erste Produkt von der Brand. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Cargo. Und damit kommen wir jetzt zu der letzten Hose. Ich habe da leider keinen Link zu, weil ich die in New York gekauft habe. Es ist nämlich das letzte Piece, was ich in New York geholt habe. Und zwar ist das hier diese wunderschöne Carhartt Double Knee Pants, die ich bei Dave's New York, da auch wieder dickes Shoutout an Leon, dass der mir diesen Laden gezeigt hat. Wirklich. Und ich habe mir hier so eine Double Knee Pants von Carhartt geholt. In einer Size, was habe ich hier nochmal genommen? 32-32. Die ist wirklich sehr, sehr weit. Stackt schön auf den Schuh. Qualitativ, ne, brauche ich gar nicht zu sagen. Das ist eine 10 von 10. Sehr, sehr dicker Stoff. Denke da vor allen Dingen Richtung Herbst. Da werde ich die, glaube ich, totrocken, weil die halt auch wirklich auf jeden Schuh geht. Die geht auf Superstars. Die geht auf meine Birkenstocks, geht die auf meine Suikokus, geht die auf meine 5er, geht die auf die 4er, geht die, wenn ich die 4er tragen könnte. Die geht wirklich auf alles. Da habe ich $45 für bezahlt. Und ja, so viel zu der Hose. Und so viel auch zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Pickups in die Kommentare. Lasst mir gerne eure Meinung zu den Pickups in den Kommentaren da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, macht euch einen schönen Tag. Genießt das Wetter. Ich hoffe, das Wetter bleibt so wie gerade. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Video teilen, wenn man ganz cool ist. Checkt die Links in der Bio aus. Alles, was noch da ist, versuche ich zu verlinken. Von den kleineren Brands, wo die Sachen ausverkauft sind, lasse ich euch wenigstens das Instagram da. Dann könnt ihr ein Follow da lassen. Ein bisschen Support zeigen, ein bisschen Liebe zeigen. Das unterstützt ihr sehr, sehr doll. Checkt Instagram aus, wenn ihr ein bisschen Inspo wollt für Outfits und so. Also würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Haut rein.